Das war auch so ein Schlag, das hat man bis 3-4 Kilometer Umkreis hat man es gehört, dass er irgendwo reingegangen war, und das war eben unser Haus. Es war am 3.7. letztes Jahr, circa 17 Uhr, zog sich halt zu über Satrup. Es wurde dunkel, Gewitter, Blitz. Gefühlt 15, 20 Minuten später höre ich die Sirenen. Blitzschlag, Rauchentwicklung. Nach 20 Minuten rutschen die ersten 10 Quadratmeter, Reet brennt auf die Westterrasse runter, und dann, ja, die Feuerwehr konnte nur noch die angebrennenden Gebäude retten. Da, ja, ein bisschen, 2 Handvoll Klamotten und ein paar Papiere, aber dann, das war's. Ja. Im ersten Schritt war ich hier, habe ein paar Fotos gemacht, Schadenanzeige soweit aufgenommen. Gutachter war dann die Woche da, und dann nahm das alles seinen Lauf, Abbruchfirma etc. Baupläne waren im Oktober fertig, und so konnten wir im Februar auch schon Grundsteinlegung machen. Auch unser landwirtschaftlicher Betrieb hat alle Versicherungen bei der Itzehoer, war beste Werbung, kann ich empfehlen. Auch mit einem Vertrauensmann vor Ort, wenn man einen kompetenten Partner hat, sollte man vielleicht nicht auf den letzten Euro gucken, sondern es muss klappen und auch unkompliziert sein und auch mit 1-2 Telefonaten vom Tisch sein. Aus unserer Sicht hat das sehr gut funktioniert. Wir können sagen, unkompliziert und vorteilhaft, und sind sehr zufrieden.